Hallo Leute, willkommen zu Mr. Angezeugt Spiel Summoner's War. Heute gucken wir uns nochmal Dimensionsriss an. Gerade eben hat mich wurde ich eingeladen für eine Runde, da habe ich mal mitgespielt. Könnt ihr immer gern machen, wenn natürlich mit Decks, die gewinnen können oder gleichwertig meinem sind. Jetzt gucken wir uns aber nochmal den Weltenboss an. Der Weltenboss, ich finde es witzig, ist halt was, wo jeder mitkämpft, um das zu erreichen. Ich habe noch nicht viel Damage gemacht. Ich habe jetzt mal meine Monster aus dem Storage geholt, die mitspielen dürfen. Pardon. Und die geruhnt. Zwar mehr schlecht als recht, aber sie sind geruhnt. Und gucken wir mal jetzt, was wir mit einer vollen Palette an Monstern schaffen. Mitspielen dürfen im Übrigen, das hatte ich ja gestern, oder wenn ihr das Video seht, das hatte ich ja bei dem ersten Video, es war ja neu und ich musste es gleich spielen, egal wie, ja nicht geschnallt. Also mitspielen dürfen Monster, die größer Level 30 sind. Das heißt hier, ein 4-Sterne-Monster Level 30 darf mitspielen und ein 5-Sterne-Level Monster über Level 30. Was jetzt heißt, wenn ich mal Lacker auf 5 Sterne bringen würde, wäre der ja wieder Level 1 bei 5 Sternen, dann dürfte er nicht mitspielen. Muss ich ihn erst auf Level 30 hochspielen. Und ja, jetzt ist hier so, also 3, 4 Sterne sind dabei, meine 3, 6 Sterne, der Rest sind 5 Sterne. Wie gesagt, alles geruhnt. Aber die ich nicht spiele, die sind halt jetzt hier, die 3 habe ich ja mal drauf geklatscht. Wobei, oh, Malaka hat eine richtig geile Rune. Eine Fokusrune mit Attack, die ist echt gut. Ich muss gucken, wo ich die sinnvoller unterbringe. Aber, wie gesagt, die sind erstmal alle geruht. Und jetzt gucken wir mal, wie viele Punkte wir jetzt machen können. Ich hatte mir auch überlegt, ist es vielleicht besser, man muss ja mindestens 10 Monster haben, ob ich jetzt 2 Kämpfe mache. Aber jetzt machen wir erstmal den einen und gucken. Da muss man sich halt einfach rantasten, ey. Und hier, ich muss es sagen, ich weiß, es sind zwar auch Junge, ach, guck mal, wo sie auch noch die Hand hat. Das sehe ich jetzt ja hier erst auf dem Streambild. Da muss man doch hingucken, wenn die so ihren Arsch rausstreckt. So. Also, da kommt er, der dicke Weltenboss. Diesmal ohne Lex. Ich habe es halt recht früh aufgenommen. Da gab es Lex. Hier kommen meine Monster. Ist echt schick gemacht. Alle Bumsen drauf. Ich weiß, er hat Bumsen gesagt. Alle Bumsen drauf. Und, ja, bis es ihm reicht und er einfach nur mal dick draufhaut und alle dann tot sind. Aber finde ich ein witziger Modus, also jetzt so gerade. Ja. Komm, alle weiter. Und auch alle mit ihrer Animation ballern fröhlich, freudig vor sich hin. Jetzt ist ihm Riese genug und bam. Ich bin gespannt. Okay, D ist okay. Haben wir noch genug, um nach oben zu arbeiten? Ja, 8000 und eine niedrige, ja, was sollen wir machen? Gucken wir uns die Beteiligung mal an. Kumar und Drache, wenn der mal Level 40 ist, der ist aktuell, glaube ich, 37. Und da sind noch ein paar Runen, die abgegradet werden können. Also natürlich, meine 3 6-Sterne-Monster sind vorne mit dabei. Shasun, guck dir es an. Tyron, Baretta, Emma. Theomas ist jetzt 31. Kas, Chloe auch unter den Top 10. Bernard, Rika. Da muss ich die Runen mal checken. Sie ist halt sehr squishy, wie die Amis so schön sagen. Also hat recht wenig Leben. Bella, Konamia, Orion. Tanja, die ist halt ganz frisch 30, Gorgo auch ganz frisch 30, aber Orion auch. Also die drei sind ganz frisch 30 geworden, die habe ich heute extra noch hochgezockt. Und ja, Malaga, Magie, Ritter und Copper. Ja, kann ich doch eigentlich mit zufrieden sein. Aber gut zu wissen. Also gerade Tyron, mein Held, und Baretta, okay. Das sind halt Monster, die ich immer spiele. Ich bin mal gespannt, wenn Theomas dann auch 35 ist, wie er dann hier abgeht. So, schick und... Das war's. Rang 40.000. Drop-Info können wir mal gucken. Also es gibt Kisten.
Aktuell bin ich Kiste D. Ach, guck mal, ist die Drop-Chance ist da, dass es Teile gibt für die Schriftrolle? Was, also Fusion? Material, okay. Aber auch hier Wasser, Wind, Feuer, mystische Beschwörung, okay. Also die Drop-Chance ist da. Die ist wahrscheinlich hier bei so einer Triple-S-Kiste, die wahrscheinlich noch keiner auf der Welt gekriegt hat. Machbar. D, okay. Oh, ich war gar nicht weit weg. 650.000. Ich war gar nicht weit weg von der C-Kiste, aber okay. Ja, zwei Runden wären noch übrig. Jedes Monster darf nur einmal ran. Also war es das für mich. Also das ist wirklich für... Da reden wir vom Weltenboss. Und vom Riss der Welten reden wir wirklich vom von Endgame-Content. Für die echten hohen Spiele. Und ihr seht, hier sind noch ein paar andere Bossgegner. Ich bin auch da gespannt. Man muss halt mittlerweile immer meinen Chat gucken. Weil man wird durchaus häufiger eingeladen. Gruppe, ich mache jetzt mal Gruppe beitreten. Phase 1 langt mir noch. Oh, gucken wir mal, was er dabei hat. Level. Das ist nur für Dungeons. Ganz wichtig, müsst ihr bedenken, dass hier Alls steht und nicht hier zum Beispiel D, weil das bringt nichts. Weiß nicht, ob ich ihn sogar. Nee. Also es bringt nichts wirklich jetzt mit Level 34 und Level. Also klar, die können auch die Monster haben. Aber nur weil das hier ein Mädel ist. Okay. Er hat auch nur Luschen. Luschen in die erste Reihe. Auch das gefällt mir jetzt nicht so. Aber ich will ja nicht jeden. Ah, ich will nicht Besserwisser sein. Er muss sich eine Leader Skill wählen. Kapiert das? Also mit dem Team habe ich keine Chance, das zu schaffen. Ich will jetzt aber auch nicht so lang. Ich könnte natürlich mal gucken, ob bei mir Leute da sind. So, Gruppe erstellen. Weißt du was? Gucken wir mal, wer da ist. Ich glaube, dass die... Ah. Ich verschicke jetzt mal wahllos Einladung. Robben, wo ist denn Venox? Der ist nämlich gerade... Mindestens mal hier. Der ist nämlich mindestens mal im TS gerade online, aber der könnte auch gerade CSGO spielen. Gorm. Ach, das ist ja doof. In der Zeit kann ich mir überlegen, ob ich noch Chasun in die erste Reihe stelle. Weil Damage der Frontmonster wird einfach durch ihre Anzahl verteilt. Okay, nein.
Gruppe erstellen. Öffentlich. Oh, guck mal, Level 32 und meine Fresse! Was hat der für Monster mit Level 2 und Level 40 Reach? Also hier muss ich sagen, finde ich ein bisschen doof. Also Barretta in die Front zu nehmen. Also die Leader Skill ist gut. Aber Barretta hat die Dots. Barretta ist stark, weil sie Dots macht und sie macht halt auf dem nicht alle sind bereit. Ach, das finde ich heftig. Level 32 und zwei geile Nat 5. Das hatte ich, weiß ich nicht, hatte ich glaube ich auch, aber nicht zwei geile, sondern zwei. Oh nee, aber Level 28, tut mir leid. Komm, also hätte ich das gewusst? Okay. Darf halt hier Gommel 3 unerweckte Monster, aber hier 2. Ach guck mal, er hat alle Himmelstänzerinnen und Emma. Ey, dass man, also dann, wenn das so nervig jetzt wird, immer, also eigentlich muss man das mit Kumpels spielen, weil you won't do it with him. Sag grad der Richtige. Ich kicke ihm nicht, eher kicke ich dich. Du hast Luschenmonster, die nicht erweckt sind. Und meckerst über den anderen, der genauso ist. Ah, komm. Man muss nur sagen, och, ich mache ein Video, auf einmal sind sie alle dabei. Also. Danke an Gommel, oder wie er hieß. Ich sehe es ja gleich nochmal. Und ich bin mir fast sicher, dass sein Monster... Also ich bin gespannt, was seine Himmelstänzerinnen halt raushauen. Ist schon heftig, wenn man alle hat. Also gut, ich hab, mir fehlt die Wasser noch. Ich weiß gerade nicht, wie sie heißt. Ja, komisch, Gommel, dass du der Letzte bist und Chesterfield eben noch auf 1 warst. Aber nein, ich will nicht hetzen. Danke für den Start. Okay, bei mir laufen die Buffs. Oh, jetzt ist Gommel vorne. Wer macht denn bei dem so heftig Damage? Schild verfehlt, verfehlt, Crit. Ah, hier leckt schon. No Healers, wow. Ja, hat er rumzudissen. Ich verstehe gar nicht, wer bei ihm so fett Damage raushaut. Die Himmeltänzerin oder was? Ja, muss ja sein. Trotzdem würde ich sagen, dass Gommel der Nächste ist, der stirbt. Ich habe jetzt gegen zwei Köpfe gleich zu kämpfen. Er hätte es doch nicht starten müssen, wenn er hätte doch selbst rausgehen können. Ich bin wirklich überrascht,
dass er so viel Damage raushaut. Ich meine, klar, er hat dicke Healer dabei vorne. Ich bräuchte auch mal Heal. Danke, Chasun. Ist die Frage, ob jetzt hier Heal einfach das Wichtigste ist. Oh, mein Tiomas geht gerade nieder. Und wen frisst der Drache? Oh, wir haben auch gerade Gildenkampf am Laufen, lese ich gerade noch, oder muss ich mal gucken dann. Aber jetzt haben wir hier so ewig gewartet. Glutschwert auch da. Ach so, schreibt nicht mir Hi, aber ich schreibe mal hier zurück. Tobi. Tja, komisch, dass du aber doch vor mir gestorben bist. Ich sterbe zwar jetzt auch hier. Ich habe also schon ein, zweimal gewonnen. Ich finde mein Team ganz gut gerade. Aber ja, ich weiß, dass du bessere Spieler brauchst, aber du bist auch nicht so toll, Junge. Ich verstehe nicht, dass man immer me meckern muss. Wenn man nicht will, dann soll man raus. Möchtest du? Nee, möchte ich nicht. Ich wollte eigentlich nur mal einen Kampf machen und euch mein Deck zeigen und gucken, wie es geht. War wahrscheinlich wirklich unklug, den 32er drin zu lassen. Ich geb ihm ja recht, Gommel, du hast ja recht. Aber warte mal, haben wir noch Mana für eine weitere Runde? Ach stimmt, kostet ja nur 7. Okay, das sieht doch schon mal besser aus. Das sieht nach einem sehr guten Team aus. Das gefällt mir. Ein Healer. Es ist die Frage, ob ich jetzt. Ich habe Emma. Eigentlich habe ich genug Healer dabei, ne? Du wurdest aus der Gruppe entfernt. Ey, was ist an meinem Team so schlecht gewesen, ihr Arsch? Gruppe beitreten. Mein Team war voll gut. FFF Mr. Hanuta. Ist halt wieder so ein Low Level. Ich meine, er hat einen Kumar. Jetzt suchen wir uns mal ein gutes Team, egal wie lang es dauert. Und natürlich müssen sie mich akzeptieren, weil ich bin ja auch nur halb gut. Wobei 40, 40. Hier sieht's gut aus. Hier sieht's sehr gut aus. Hier sieht's gut aus. Aha. Das ist doch mal. Warum wurde ich aus der Gruppe entfernt? So scheiße bin ich nicht. Lobo Luna. Attack, also. Jetzt warten wir uns hier einen ab. Ich mein. Heal, heal, heal. Vielleicht. ECDW. Okay, der ist gut. Ich sag jetzt mal, dass ich ready bin, dass sie mich nicht wieder kicken. Ich könnte halt Lucian raus und Chloe rein. Einfach für den einen Healer mehr. Wobei Chloe jetzt ja halt Immunity ist mit ein bisschen Heal. Oder halt Bella. Bella wird wahrscheinlich auch Sinn machen. Ja, jetzt sehe ich, jetzt ist Rocco und Venox online. Jetzt hätte ich die mit reinnehmen können, aber wir machen noch den Kampf fertig und dann ist das Video eh schon zu lang. Aber es läuft schon hier deutlich flüssiger als letztes Mal. Also auf dem Handy sowieso. Und selbst hier über Mobisen auf dem PC gestreamt. So. Also, es wäre eigentlich nice, wenn Chasun. Ja, ach so. Hier, Emma hat Shield gemacht. Drache haut rein. Ich bin zwar der Letzte. Ich
meine, der andere hat einen Bernhard dabei. Oha. Ja, ich wusste doch, dass ich den Hanuta kenne. Der Name sagte mir doch was. Hier, das sieht gar nicht so verkehrt aus. Ich bin dick Erster, aber hier sterben schon wieder die ersten Monster. Mein Team steht ganz cool. Und ich glaube, sie haben wieder das Schild aktiv. Verfehlt, Crit, Crit, Schild, Schild. Das sieht immer so heftig aus, wenn er hochfliegt. Aber hier finde ich, wir halten gut durch. Ah, okay. Heil mal lieber alle. Kumar, heile Emma. Nein, nicht mehr immer heilen. Hat das Biest sich geheilt? Okay, aber ich mache schön Damage. Ich bin gerade stolz auf mich. Oh, wenn Ziomas noch voll ist. Und der Drache. In der Mitte fehlen schon ein paar Monster. Kann ich denn... Ah, okay. Ach, man kann sich sogar die Runen von den anderen angucken. Das ist ja cool. Oh, sogar die wirklich die Runen. Dann sollte bei mir keiner gucken, Leute. Und kann ich auch in die Ansicht von dem wechseln? Boah, alles tot. Ah gut, hier gewinnen wir wieder nicht, weil... Komm, Kumar... Heile Tiomas. Er hat sein Schild an. Jetzt ist die Chance zu heilen. Jetzt ist die Chance, dich selbst zu heilen. Nein. Damage habe ich aber am meisten rausgehauen. Ja, aber auch die Runde haben wir leider nicht gewonnen. Aber das war mal ein vernünftiger Kampf, wo man durchaus auch hätte... wo man durchaus hätte gewinnen können. Ich... arbeite natürlich weiter an meinen Monster, an meinen Runen, dass wir da ein bisschen besser abschneiden werden. Ich habe da ja... Ich meine, das ist Phase 1. Witzig, gell? Aber ist halt Endgame-Content, also so lang sollte man sich da nicht aushalten, in meinen Augen, weil auch die Belohnungen am Anfang nicht so gut sind. Das heißt, das kann man jetzt mal machen, weil es Bock macht. Aber trotzdem... Oh, ich hoffe, ihr seht das nicht. Dankeschön, dass ich das Banner da oben hingemacht habe. So. Ha, Mr. Angezockt, bin einer deiner Abonnenten. Flori freut mich, Servus. Und Angels auch, Servus. So, aber im Endeffekt, ich wollte nur mal ein bisschen machen, was wir uns noch zu guter Schluss angucken können. Mana habe ich eh nicht. Hallo YouTube. Ach so, ich habe ja den Banner davor, da seht ihr den Chat auch nicht, aber das ist einfach mein Schutzbanner. So, hab dich im Raid gesehen. Ja, Mr. Anuta, ich hatte dich auch gesehen. Ich glaube, mit Level 35 wollte ich nicht mit dir spielen. Das habe ich ein schlechtes Gewissen, aber ihr seht ja, wie schwer das ist. Was wollte ich denn gerade machen? Ah ja. Also das hier gucken wir uns einfach hier an. Ich überlege tatsächlich, die 30 Euro in die Hand zu nehmen für das Paket. Es sieht schon geil. Auch halt die Inugamis. Sind schon sehr cool. Ich weiß nur nicht, ob ich sie nicht normal schon so cool finde, dass ich sie machen würde. Also das würde ich mir jetzt nicht holen. Aber... ich überlege tatsächlich hier Sylphe für Baretta und Tyron. Das sieht einfach geil aus. Vampir sieht extrem cool aus. Also wer einen Wörterheal oder einen Argen hat, mit dem er spielt, würde ich mir da... Also es sieht einfach nur böse geil aus. Und das hier sieht einfach nur göttlich aus. Also wer eine Valkyre hat... ich meine, es sind ja eh so Monster, die man spielt... immer, also nahezu immer spielt, kann man sich das auch mal gönnen.
Gut, Elfen, naja, Inugami. Ich meine, 2 Sterne, 3 Sterne, 4 Sterne, 4 Sterne, 5 Sterne. Ich bin echt gespannt, was da noch kommt. Aber das hier sieht einfach mal zu geil aus. Und ich meine, für 3, das ist zu viel wieder, aber man kriegt noch 500 Gems und ein bisschen Mana dazu und ein bisschen Energie. Zwar nicht der Einsatz wert, aber gut. Das war's für heute. Ein bisschen mehr, ein bisschen genauer in den Riss der Welten und in das Boss. Wie heißt es? Weltenboss und Riss der Welten reingeguckt. Und darum, das war's. Danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns.